Ja, Freunde, wir sind angekommen. Unsere Ruhewiese für 2 Nächte. Wir sind heute Morgen früh losgefahren um 8:30 rum und sind jetzt in der Nähe von Soltau. Das Wetter lässt noch ein bisschen was zu wünschen übrig. Es ist trocken, bewölkt, aber wir hätten gerne ein bisschen was Sonne. Also, da kann noch mehr kommen. Unser erster Stellplatz in der Nähe von Soltau, sagte ich ja bereits, ist ja, mit Hinterland. Wir sind mit Hinterland unterwegs. Im Übrigen eine richtig klasse Sache. Schau dich das mal an, wie das funktioniert. Und unsere Gastgeberfamilie, die wohnt da hinten, da auf diesem Bauernhof oder in diesem Bauernhof. Und haben uns dann über Hinterland diese ehemalige Weide hier zur Verfügung gestellt. Ich zeige euch die mal gerade. Ja, wie gesagt, das ist eine ehemalige Pferdeweide. Die Gastgeberfamilie bietet Platz für 3 Wohnmobile an, was im Übrigen auch sehr schade ist, weil die wäre für mehr Platz. Aber ja, in Deutschland ist es halt so, wenn du mehr wie 3 Stellplätze zur Verfügung stellst, dann zählst du als Campingplatz und hast dann Auflagen zu erfüllen, die die ganze Sache dann schon wieder uninteressant machen. Ja, sollte man mal vielleicht drüber nachdenken, ob man da nicht mal in naher Zukunft was ändert. Ja, wie ihr seht, wir stehen hier wirklich schön einsam und ja, haben uns vorgenommen, morgen ein bisschen was wandern zu gehen. Und dann werde ich euch die Gegend ein bisschen was zeigen. Da hinten seht ihr unseren Nachbarn und es gibt auch Hühner. Der Stellplatz bietet keinen Strom, keine Fähr- und Entsorgung. Also ihr solltet schon, ja, darauf gefasst sein. Ihr solltet schon autark sein können. Wobei es gibt ganz in der Nähe auch eine Fähr- und Entsorgemöglichkeit. Es ist mal wieder Zeit für einen Blick aus der Tür. Nachdem das Frühstück jetzt abgehalten ist oder wenn wir mit Frühstücken fertig sind, werden wir uns jetzt auf eine kleine Wanderung begeben. Es gibt genug Wanderwege hier in der Umgebung und wir haben uns einen ausgesucht, der im Prinzip direkt hier bei uns am Stellplatz vorbeigeht und knappe 8 Kilometer. Und wir nehmen euch mit. Bevor ich es wieder vergesse, alle Wanderungen, die wir euch zeigen, ne, findet ihr wie immer in der Videobeschreibung einen Link. Oder ihr könnt selber bei Wikiloc nachschauen. Direkt am Anfang vom Weg starten wir vom Stellplatz aus. Guten Morgen. Hallo, ihr Lieben. In die Richtung, in den Wald rein. Ja, wenn alles gut läuft, kommen wir dann von da wieder zurück. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Der Sonne ist richtig angenehm, he? Oh, total schön. Wir haben erst 8:30. Ja, es ist noch früh morgens. Im Wald ist es noch so ein bisschen was kühl, also nicht kalt, aber angenehm. Angenehm. Aber wenn er jetzt hier mal über das Feld, ne, guckt mal. Da ist es schon, ja, knackig warm. Also so, ich könnte schon die Jacke ausziehen. Nachdem wir jetzt hier die Schnellstraße überquert haben, geht es hier wieder in den Wald rein. So, und den Weg folgen wir jetzt auch.
Überall gibt es hier diese Windräder. Ich spreche ein bisschen lauter, weil es ist wirklich sehr windig hier. Und wie ihr hört, die Dinger machen auch einen Heidenlärm. Ich bin froh, dass wir jetzt wieder ein bisschen mit dem Wald sind, weil es war schon echt grenzwertig da. Ne? Hier sind sehr laut, die Windräder. Genau, also es hat schon fast genervt. Und ihr hört es immer noch leicht im Hintergrund. Aber es wird jetzt besser. Ja, hier habt ihr mal einen richtig schönen Vergleich. Im Prinzip sind wir aus der Richtung gekommen. Da habt ihr den Windräderpark, sage ich jetzt mal, wo es wirklich sehr laut war. Dann geht es hier weiter über den Feldweg. Und jetzt geht es hier in den richtig dunklen Wald. Mal gucken, wie es hier weiter geht. Wenn wir jetzt Geruchsfernen hätten, könnte das ganz frisch geschlagene Holz mal riechen. Es riecht richtig klasse hier. Ne? Das ist Kiefernholz oder Nadelholz. Und das riecht Wahnsinn, ne? Ja. Glaubt nicht, was hier mitten über die Straße läuft. Alter, der kommt her. Sind die gefährlich? Ich habe Angst. Aber wir gehen weiter. So, das war's schon mit unserer kleinen Wanderung durch die Lüneburger Heide. Und 2 Stunden waren wir knapp weg. Genau. Ne? Ja, war eigentlich easy, dadurch, dass hier alles flach ist. Sehr flach. Genau. Und ja, wir waren in einem Dorf, haben uns das Dorf ein bisschen angeguckt, aber habt ihr ja gesehen, wir hatten eine Begegnung der dritten Art mit einem Fasan, nee, V. V war das. Genau. Und wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst einen Daumen da, teilt das Video fleißig und nicht oder vergesst zu abonnieren. Also macht's gut, bis dann. Ciao. Tschüss.